Wir müssen leise sein. Wir haben uns hier drin doch versteckt vor den bösen Monstern da hinten. Und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir wollen uns hier mal wieder rausbuddeln. Und da erwartet uns doch schon direkt wer. Warum explodiert der trotzdem? Der hat unsere schöne Leiter kaputt gemacht. Fängt ja echt gut an, die Folge. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie runterkommen. Wasser. Unsere Leiter hat zufällig überlebt? Natürlich nicht. Irgendwie, sie macht da keine Geräusche beim... Ach, jetzt. Leckt ein bisschen hinterher, okay. Ja, und wir wollten uns hier ein bisschen in der Höhle umgucken. Und das machen wir jetzt auch. Aber nur kurz allerdings. Ich nehme jetzt so vielleicht 10 Minuten oder sowas auf. Weil die Folge sollte heute noch kommen. Und ja, ich habe wieder keine Zeit gehabt. Oh, da unten ist unser erstes Gold. Das freut mich. Ja, wir wollen das hier alles ein bisschen erkundigen. Da ist ein Skelett. Ich gehe erstmal durch die Schlucht und dann sehen wir weiter. Wobei, genau, hier hinten war noch Eisen. Das wollte ich auch nochmal mitnehmen. Ja, und wie gesagt, ist nun mal jetzt eine kurze Aufnahme, weil ich das gerne heute noch rausbringen würde. Und dann gestern und die ganzen Tage immer nur geschafft, eine Folge aufzunehmen. Und deswegen mache ich jetzt heute mal ein paar. Damit wir hier mal ein bisschen was zustande kriegen, ne? Ah, die Fackel hat er hier auch mitgerissen. Ganz schön viel los hier, ne? Aua! Wir haben leider keinen Bogen dabei. Müssen wir uns mal irgendwie ranschleichen. Gucken, dass wir da hinkommen. Gut, das bringt uns herzlich wenig, weil hier das Wasser noch lang läuft. Jetzt kann das hier voll losgehen mit der Action. Na komm. Okay, den haben wir auch fertig. Gleich mal eine Fackel setzen und erstmal was essen. Ich habe schon wieder ein Skelett runterfallen gehört. Hi. Ja, ist ja gut. Alter. Boah, sind die aggressiver geworden? Weiß ich nicht. Irgendwie schießen die schneller, meiner Meinung nach. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Wir sehen bestimmt gut aus, ne? Ja, ordentlich was abbekommen. Aber wir heilen ja jetzt langsam wieder hoch. Hoch. Ja, ein bisschen konzentrierter. Oh, guckt euch das mal an, Alter. Wir haben eine richtig fette Schlucht gefunden. Das gefällt mir sehr gut. Und dass hier Eisen hängt, gefällt mir auch sehr gut. Ich denke mal, hier wird es noch mehr als genug geben. Aber wir nehmen mit, was wir kriegen können erstmal, weil wir ja noch ziemlich am Anfang sind. Unseres Let's Plays. Den da unten finde ich nicht so cool. Wenn der uns sieht, schießt er uns herunter. Kohle würde ich jetzt erstmal vernachlässigen, wenn es okay ist für euch. Aber ich denke schon, ne? Denn wir wollen uns hier mal ein bisschen in der Höhle umgucken. Kies. Wasser. Wasser können wir abstellen, ne? Genau. Das machen wir auch. Denn dann können wir hier viel besser laufen. Ja, unsere erste gemeinsame Höhle. Ich stelle mich auch immer noch ein bisschen trottelig an. Das wird aber immer so bleiben. Ich habe mich schon immer trottelig angestellt in dem Spiel. Da müsst ihr erstmal abwarten, bis ich einen Shooter spiele. Was meint ihr, was denn los ist? Okay, Lava. Ja, stillstehende Lava bräuchten wir, ne? Wenn wir ein bisschen was mitnehmen wollen. Sowas hier kann ich ja gar nicht ab. Oh, da hinten ist ein Enderman. Enderman! Ne, ich kann das nicht ab, dass hier so eine Stufen überall sind, weil die dann von oben ganz gerne mich runterjagen. Oh, cooler Sound vom Enderman. Das hört auch gar nicht mehr auf. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht verlaufen. Oh! Warum? Ich habe dich doch gar nicht angeguckt. Psycho. Jetzt gucke ich dich an. Komm wieder her hier. Ja, komm, greif mich an. Unser erster Enderman-Fight. Mann.
Lässt nicht mal was fallen, der Spinner. Außer ein bisschen Erfahrungspunkte. Die wir natürlich dankend mitnehmen. Ich habe den gar nicht angeguckt. Ihr habt das gesehen, ne? Oder? Habe ich ihn angeguckt? Vielleicht mal kurz mit der Maus drüber? Kann sein, aber ich denke ja nicht. Also zumindest nicht bewusst. Tut mir leid, Herr Enderman. Vor Schreck erstmal was essen. Aber cool, wie der sich das so reinpfeift. Naja, ob das cool ist, weiß ich auch nicht, aber... Naja. Hi. Du explodierst doch sowieso gleich wieder. Hoch kommst du jetzt zwar nicht. Hier, der explodiert sofort. Ist das auch neu? Ich weiß es gar nicht. Und... Gut, lass es hier knurren. Das ist völlig in Ordnung. Alter, ist das riesig hier. Da ist eine Mine. Wir haben eine Mine gefunden. Cool, so viel dazu. Dann weiß ich ja direkt, wo ich mit dem Night Ghost dann suchen kann. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen drum herum, weil wir so hier ein bisschen, wie gesagt, das Eisen farmen wollen. Das Eisen, ja. Daddy, das Eisen, genau. Davon haben wir jetzt auch ein bisschen. Steine nehmen wir auch wieder gerne mit. Haben wir da schon? Ja, 61. Viel ist es noch nicht. Ich hatte mir erst überlegt, ob wir uns vielleicht von unserem Haus einen Keller bauen. Dann hier rüber in dieses riesige Höhlengewerke. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Stein, ne? Nur die Frage ist halt, ob das zu langweilig ist. Aber ich denke, das ist hier mit ein-, zweimal reingehen nicht getan. Vom Erkundigen her. Weil ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo unser Aufgang war. Ja, und ich hoffe, das werden wir wohl wiederfinden. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Denn wenn wir hochkommen sollten, habe ich absolut gar keinen Plan, in welche Richtung wir laufen sollen. Also vom Geräusch her würde ich sagen, der Zombie sitzt genau, steht genau neben mir. Ich denke mal, der wird hier auch irgendwo sein. Sonst würde ich ihn nicht so nah hören. Alter, Diamanten gefunden. Wie geil ist das denn? Wuhu! Das hat ja voll geil geklappt. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Einmal hier. Einmal hier alles checken. Redstone ist auch dabei. Cool. Und so wie das aussieht, sind das ein paar mehr Diamanten, ne? Drei Stück. Das ist schon mal eine Spitzhacke. Fünf Stück. Sechs Stück. Alter, haben wir ein Glück. Voll cool. Wir haben voll Diamanten gefunden. Das mache ich besser nicht. Das ist ja so eine eiserne Minecraft-Regel, ne? Buddel nie den Klotz unter dir weg. Zumindest nicht in Höhlen. Ja, wir haben Diamanten. Das bedeutet für mich... Na gut, wir nehmen das hier eh noch alles mit. Oh, ich möchte gar nicht aufhören, aber ich will euch doch die Folge nicht vorenthalten heute. Vor allen Dingen, weil wir Diamanten gefunden haben. Und jetzt Redstone. Strom können wir, glaube ich, noch eine Menge gebrauchen. Später dann. Wobei ich sagen muss, bei Redstone ist es so, wenn ich was mit Redstone baue, dann gucke ich mir das ab, weil das habe ich noch nicht so ganz getickt. Wenn man erstmal wieder mit arbeitet, dann geht das eigentlich. Dann kann man sich da ganz gut reindenken und reinfühlen. Oh, ein Lavasee. Cool. Dann machen wir uns doch gleich mal die Taschen voll. Klack, klack. Vielen Dank für die Lava. Ja, das mit den Diamanten ist ja voll cool, ne? Man muss auch mal Glück haben, sage ich ja immer wieder. Ja, dann versuchen wir hier mal wieder hochzukommen jetzt, weil ich würde gerne, wie gesagt, die Diamanten safen erstmal zu Hause. Aber vorher nehme ich noch das Eisen mit. Und bei meinem Glück knallt das hier gleich irgendwo und ich falle eine Klippe runter und alles ist weg. Von hier oben kamen wir, glaube ich. Jetzt habe ich keine Erde mehr hier drin. Lieber auch den Lava-Eimer wegpacken. Und dann geht's da lang. Schön das Schwert gezückt halten. Also wirklich, ich habe da jetzt auch nicht vorher geguckt oder so. Das war jetzt ein reiner Zufallsfund, ne? Ich hoffe, das glaubt ihr mir. Da oben ist dann auch noch Eisen. Aber ich möchte jetzt erstmal, wie gesagt, wirklich gerne zurückfinden. Da drüben irgendwie muss ich hin, ne?
So, 10 Minuten haben wir. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören, damit ich das mit dem Rendern und so weiter schaffe. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Oh, ein Leck. Ein Leck fehlt mir noch jetzt an so einer Klippe. Oh, schon wieder. Genau, dann einmal hier rüber. Oder da lang. Vor allem, ich muss jetzt zurückfinden, weil sonst war es das nämlich. Mit meiner Orientierung. Das sieht gut aus. Da hinten ist zwar wieder ein Skelettmann. Ja, ich weiß, man soll hin und her springen und. Oh, ich komme da gar nicht ran. Ich soll im Zickzack laufen, Zickzack springen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben wir Diamanten. Ich gehe einfach hier in unseren Bunker. Das reicht mir jetzt erstmal für diese Folge. Damit sind wir safe. Ich bringe die Dinger dann gleich nach Hause in der nächsten Folge. Und ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.